Oh, ich hätte das genauso okay, ja, darüber. Wie Sie. Nein, egal, ich hab es trotzdem. Jetzt muss ich auf dem reiten. Ich werde jetzt zurück zum Stall bringen. Ah ja, gehen zum Schlosshof zurück. So. Ist genau richtig für meine Bäckchen. Höret, höret. Ja, höret. Mit der aufregendsten Schlummerparty weit und breit, kurz vorm Tore, sollen die Barden des Königreichs dem Casting, Rufe der Prinzessin von Valen folgen. Platz gibt es für zwei Poeten, die bei der königlichen Partyplanerin mit ihren gnadenlosen Trommelfellen Anklang finden können. Denkst du das, was ich denke, Patrick? Na klar! Aber wo sollen wir so kurzfristig einen Schulbus voller Mayonnaise herkriegen? Ja, da frage ich mich auch. Nein, wir sollten uns für die Band bewerben, damit wir ins Schloss können, um Perla zu retten. Oh ja! Muss jetzt Musik das machen. Dieser Herold ist so hilfsbereit. Ich werde gewinne das Baden. Hilfsbob Schwammkopf. Ich kann das Vorsprechen kaum erwarten. Ich buhle gern auf den Schatz. Aber was opfert man nicht alles für den Galadeus? Sein Talent, seinen Stolz, sein Trommelfell. Aber unsere königliche Wahrheit befahl, es soll keiner ihrer Untergebenen abgewiesen werden, weil jeder Fisch Talent hat. Ha, ihr habt Zeit, meine Gunst zu erlangen, bis ich angesichts eurer Mittelmäßigkeit einschlafe. Beeindrucket mich. Alles klar, machen wir Musik. Und wie gefällt euch das? Zweimal. Geschafft. Wir sind drin. Höret. Leider wurden der gelbe Schwamm und sein nerviger Ballon zu königlichen Barden auf der fabelhaftesten Schlummerparty der Prinzessin erwählt. Die Menge schien ihre Musik zu mögen. Ja, sicher. Und außerdem habe ich allen anderen Kandidaten abgesagt. Ihr möget das Schloss betreten. Verpatzt es nicht. Okay, betritt das Schloss, wir dürfen rein. Gibt es keinen normalen Weg? Ich mag es, weil's.
kracht das hier, ey. Schon wieder tot. Die nerven Dinger. Okay, was ist das? So, nun sind wir im Schloss. Begib dich zum Ballsaal. Wie weiß denn das für ein Schloss? Endlich juckt es nicht mehr. Was, wenn eines dieser Betten besser ist als meins? Ich muss alle ausprobieren. Man könnte meinen, für so einen bedeutsamen Anlass würde ich hier aufräumen. Die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza? Was glaubst du, wie das schmeckt? Probier doch mal. Aber aufpassen. Das ist immer schwierig für mich. Muss nicht runterfliegen. Lieferung kommt! So einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Oh, der wäre so ärgerlich. Ich stehe jetzt noch runtergefallen. So, auf. So. Okay, jetzt sind wir hier beim Ballsaal. Okay, sprich mit Perla. Kriegen wir hin. Oh, da ist Prinzessin Perla. Stimmt wohl nicht? Ja, sie lässt weg die Flossen weg. Diese seltsamen Glibbermonster haben meine Schlummerparty ruiniert. Das Personal ist geflohen. Wer soll meinen Gästen ihre wohlverdienten Kuchenstücke servieren? Ja, wer denn? Als ob. Ich bin eine Prinzessin, du königlicher Blödmann. Das wäre voll unkoral. Ach, Perla. Ich meine, Prinzessin Perla. Entschuldige, keine Sorge. Patrick und ich werden den tollen Kuchen servieren. Lasset sie Kuchen essen.
Okay. Müssen wir jetzt servieren. Dieser Kuchen ist empfindlich. Wir müssen aufpassen. Wohin denn? Soll ich schnell bringen? Muschelmist. Hm? Lasst mich Kuchen essen! Ach, was will die denn? Hokus Pokus, jetzt bist du Lamus! Süß Glasen, flieh! Lass mich Kuchen essen! Ach, Mann. Was denn stimmt. Einen Ball ohne Lipsi abhalten, ne? Zeig ich's. Ist genau richtig für meine Welt. Einen Ball ohne Lipsi abhalten, ne? Zeig ich's. Lass mich Kuchen essen. Mein Patrick. Abhalten, hä? Oh, das nervt aber. Stehen geblieben, Lahmschuh. Jo. Stehen geblieben, Lahmschuh. Ja. Hokus Pokus, jetzt bist du Lamus. Einen Ball ohne Lexi aufhalten, hä? Euch zeig ich's. Dieser Kuchen ist empfindlich. Wir müssen aufpassen. Okay, dein ist der letzte Teller. Schnell, 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 schnell. Oh nee. Explosion! Alles in Ordnung? Stehen geblieben, Lahmschuh! Ach Mensch, ey. Stehen geblieben, Lahmschuh! Meine Schlummerparty war ein voller Erfolg. Aber jetzt weg hier. Vielleicht schaffe ich es ja noch zum Schlussverkauf ins Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum, das ist definitiv noch da, vermutlich. Na, dann benutze ich mal den magischen Blasenstab und wir sind weg. Diese Musik ist fürchterlich. Aber zum Glück ist jetzt ein echter Barde hier. Lasse das wahre Fest beginnen. Oh, lass uns schnell abhauen. Gott sei Dank, schnell weg hier. So, das auch geschafft. Beste Party aller Zeiten. Ich würde dich am liebsten knuddeln, aber dann würde ich dich zerquetschen. Ja, das höre ich oft. Ich bin kein Ballon. Du kannst mich ruhig knuddeln. Oh, okay. Du hast es verdient, Schätze. Ah! Geschafft, Patrick. Alle sind wieder wohlbehalten in Bikini Bottom. Jetzt müssen wir nur noch die große Krabbe finden, damit ich morgen zur Arbeit gehen kann.
Ich wünschte, ich könnte zur Arbeit gehen. Dieser freie Tag war anstrengend. Du warst immer frei. Erzähl bitte keinem der coolen Kids in der Schule, dass ich dich umarmt habe. Jetzt muss ich meinen Dad finden, um sicherzugehen, dass er mich zum Einkaufszentrum fährt. Prinzessinnenkleider sind im Angebot. Bis später. Später. So. Das Kapitel ist auch zu Ende. Und wir hören uns in dem nächsten. Ciao.